Muss reichen. Muss jetzt irgendwie reichen. Ich darf trotzdem nicht vergessen, Fackeln zu setzen, weil wenn es dunkel wird, schrägstrich Nacht ist, helfen mir die Löcher überhaupt nichts. Wenn ich jetzt ein bisschen Orientierung habe. Ist aber auch gar nichts. Nope, TH brauche ich nicht. Eieiei. Der unendliche Planet. Scheinbar ist Nacht, aber irgendwie ist noch hell. Komisch. Ja, auch gerade kein nützliches Erz. Nur Schlangen. Und ein bisschen anders ins Gewinns. So, jetzt geklackt. Kohle. Purastahl spitzer. Von der Form her. Und die ganze Kohle wird mir nichts bringen, wenn ich kein Holz habe. Mit dem ich Fackeln machen kann. Ist hier Blei? Blei oder Silber? Oder Magnesit, das geht auch. Dann haben wir danach viele Blöcke. Aber keine, die ich gerne brauche und hätte. Das ist bestimmt wieder TH. Kacke, wenn man es kennt. Plutonium? Ah ne, Neptun. Neptun und Plutonium sehen sich übelst ähnlich, finde ich. Auch wenn das eine mehr ins Lila geht und das andere mehr Pink. Neon. Das ist ungünstig. Komm schon! Hinterlässig. Ist immer noch nichts. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Ich habe gerade mich schon sterben sehen. Nee, das ist eine schlechte Idee. Da oben fliegt was. Ich habe mich kurzzeitig sterben sehen. Aber nur kurzzeitig. Dieser Weg wird ein weiter sein. Auf der einen Seite baue ich mir ein bisschen was zu, um den Weg nicht aus den Augen zu verlieren. Auf der anderen Seite, um... Oh Gott. Ein bisschen Ruhe von dem Viehzerkitzer. Oh nein, oh nein. Das ist scheiße. Das ist auch nicht gut. Half-Life. Ach shit, die Hölle. Ach, nee, das ist doch du.
So, ich habe immer wieder mein Zeug zurückgeholt und ich habe mir mit jemandem zusammen einen neuen Plan ausgedacht. Weil ich kriege ja scheinbar nichts auf die Reihe. So, wurde noch gesagt, es gibt noch einen guten Planeten, also ein gutes Binom, wo wir definitiv Durastahl herkriegen müssen. Das sind nämlich die Sk glaub, nee, nicht die, sondern die. Skyptric. Wir können sogar hinjumpen, geil. Da würde ich sogar direkt fast mal hinmachen. Da brauchen wir zwar eigentlich eine Protection gegen Säure, aber man überlebt vielleicht auch so. Weil der Dschungel ist halt für uns aktuell noch echt nicht das Wahre. Bräuchten den Alien-Planeten, da könnten wir länger überleben. Aber ich denke mal, wir versuchen es mal damit. So oft bin ich noch nie am Anfang rumgereist, weil mich dieser Starbound oder Character One oder wie man das nennen möchte, einfach nur mobbt. Er mobbt mich. Ist egal, wo wir hingehen, ich krieg immer nur Scheiße. Story. Friendly. Friendly. Zu den Schiffen sollte ich eigentlich mal hingehen. Genau, wir bräuchten eigentlich Asset-Schutz, also Säureschutz. Ich guck mal, ob wir eventuell irgendwas in der Richtung herstellen können. Mir wurde auch eine Rüstung empfohlen, die wir dann auf jeden Fall noch herstellen werden, wenn ich die Materialien dafür habe. Zwecks dieser total geilen Mission. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich meine Lieblingstüren herstellen kann. Ich habe jetzt so ein bisschen was oh Gott. Ja, ich use zurzeit leider ständig den Admin-Mode, um mir meine Sachen zurückzuholen. Weil das Spiel mich mobbt. Acid EPP gibt es, glaube ich, sogar nicht. Zumindest noch nicht. Kann man echt nur über Rüstung machen. Und die Fracking Universe Armor und Waffen sind halt wesentlich besser. Ich glaube, da muss ich einfach ein Upgrade machen. Es ist nämlich die Research Armor. Und die gibt es hier noch nicht. Weil das ist dann erst im nächsten Update möglich. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen Wolfram farmen. Ich gebe hier mal die Saat, glaube ich, ab. Oder wir gucken mal, ob wir noch was anbauen können. Dann muss ich mich auch darum kümmern, dass ich mal mein Jump mal auf Triple Jump umstelle. Weil das mich auch langsam echt triggert. Nahrung, Kartoffel. Ich bin eine Kartoffel. Du bist eine Kartoffel. Und wir sind alle Kartoffeln. Vielleicht auch nicht. So. Aktuell können wir halt, wie gesagt, noch kein Asset proofed uns herstellen, aber es ist ja. Wir gucken mal, wie schnell wir sterben, schrägstrich überleben werden. Ich muss ja gucken, vielleicht finden wir auch wirklich noch direkt Wolfram. Also auf einem anderen Charakter, wo wir den Planeten mal angeguckt haben, wo wir Dinge ausprobieren. Weil ich das gerne mache. Mal, wenn es mal kurz, wenn es mal anprobiert oder so. Da habe ich doch eine ganze Weile überlebt. Und da habe ich nach 30 Sekunden auf dem Planeten schon Durastahl gefunden. Das muss man sich mal überlegen. Oh, wir haben Glück, es regnet gerade nicht. Auch kein Radioactive Pack. Wir müssen jetzt zumachen, aufgrund der Tatsache, dass. Müssen jetzt auf unserem Asset aufpassen. Okay, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sieht ganz schön viel. Autsch. Mit dem Mac wird uns das nichts bringen. Wenn es regnet, sind wir instant tot. Problem ist halt auch, dass gerade Nacht ist. Sehe ich noch schlechter, die vorkommen. Ja. Oh, das ist gerade windig. Das heißt, wir haben erste Stufe 2 plus erste Stufe 1. Das tut halt schwer.
brauchen eine Acid Resist Armor. Ich muss unbedingt irgendwie die Basic Sub haben, dass ich alles geupgradet bekomme. Das wäre mega geil. Haben wir jetzt schon eventuell eine Acid Proof Armor? Wenn wir wenigstens Stufe 1 haben. Fire. Sind aber halt nur 5%. Brauchen die guten Armor Sets. Brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Wolfram. Ich glaube, Wolfram hatten wir nicht. Und Wolfram finden wir auf den Low-Planeten. Gehen wir jetzt mal gucken. Alles arbeitet hier gegen mich. Ich glaube, das hier wäre noch ein Eden-Planet gewesen. Zu denen müssten wir eigentlich auch mal hinfliegen. Weil die eventuell hilfreich sein könnten. Gucken, ob wir jetzt auf diesen Planeten kommen. Zumindest vom Spawnpunkt her. Den anderen Eden-Planeten, der war ja für den Arsch. Auf nach Eden. Oh, das ist aber schön hier. Da ist gleich Titan. Lacht mich so fröhlich an. Und da ist ein Roboter. Na, ah, den Baum will ich nicht fällen. Max, wie tief müssen wir uns für ein bisschen Wolfram eingraben? Das ist Silber. Bisschen Heilungszeug mitnehmen. So. Wird ein Schuh draus sattet? Nee, ich dachte gerade, wir hätten es gesehen, aber hier seht überall nur Gold. Das ist ein Knochen. Eden sind eigentlich wunderschöne Planeten, so, wenn man nicht die ganze Zeit gekillt wird. Ich würde am liebsten am Surface ein bisschen rumlatschen, aber ich habe Angst, dass wir instant tot sind. Vielleicht kommen wir ja um den Roboter drumherum. Ich habe mir immer noch keine Fossilienstation gebaut, Schande über mein Haupt. Jeden Planeten soll es aber auch schöne Secrets geben. Wenn man nicht gerade in übelster Dreckskack Basen spawnt. Das Deutsch. So, Kohle. Das war nicht das, was ich wollte, aber Kohle ist wichtig. Brauchen wir auch noch viel. Genauso wie Grünzeug. Das ist immer gut. Oben läuft halt übelst viel rum. Oh, das ist ein Kim. Ist das freundlich? Das ist nicht freundlich. Das ist genau dasselbe Kim, wo wir auf dem anderen jeden Planeten drin gespawnt sind. Aber diesmal bin ich cleverer und spawne ich direkt bei denen. Und ich grab mich unten durch. Doch die richtige Entscheidung, sich nicht frei zu bewegen. Ich habe halt zum Glück noch ein kleines Camp. Ah, immer noch kein Wolfram gefunden. Hoffen Blütenzeug und so, da unten ist Licht. Ich muss ja irgendwann einen Ort-Detektor bauen, wenn es so weitergeht. Also jetzt schon, dass ich hier nie wieder rauskommen werde. Ah, oh, Biolumineszenz. Das ist Silber. Ich glaube, ich kann was bewegen sehen. Glaube ich aber nur. Was ich auch mal machen will, ist unbedingt mehr ein Haus auf einem Nightmare-Planeten bauen, weil die mega geil sind, die Planeten. Es ist einfach nur Fleisch, Dunkelheit, Fleisch, Augen, Tentakel,
alles, was man nicht so mag. Aber übelst geil für Leute, die so was mögen. Wieso hat da gerade der Untergrund so flackert hier? Oh, deswegen. Weiß nicht, wie viel Damage ich an dem Vieh mache. Ich will eigentlich nicht entgegentreten. Ich will doch eigentlich nur Wolfram. Mehr will ich doch gar nicht. Bomben, toll. Wie diese Frechheit. So und sowas in solche Kisten packen darf. Ist ja schlimmer als eine Mimik. Oh oh. Hier ist noch ein Scanner. What? Oh, deren Kugeln prallen von der Wand ab. Das ist ja mal mega fies. Ja, die sind echt heftig. Vor allem der Laser von dem. Holla, die Waldfee. Muss ja dann unbedingt mal Healpacks machen. Solche Skelette kann man später halt ausgraben. Deswegen will ich sie gerade nicht kaputt machen. Aber wir wissen jetzt, wenn es flackert, lieber drumherum graben. Oder genügend Healzeug mit haben. Entweder das oder das. Schwefel. Boah, der Grasstein ist ja mega hartnäckig. Mal wieder. Oh, doch so viel schon. Mach mal 30. Wir wollen ja noch eine Weile leben, oder? Ich kann eine Weile ja nebenbei mal gucken, was so für Rüstung gibt, die uns eventuell... vor Säure schützen könnte. Weil es gibt verdammt viele Rüstungen. Holla, die Waldfee. Es gibt aber Rüstungen mit echt coolen Effekten. Wir brauchen ja Acid Immunity. Es gibt halt Rüstungen, die sind so geil, weil die so viele Immunities haben. Also Resistenzen. Sollte nicht immer so gemischtsprachig reden, glaube ich. Gar nicht so einfach mit den Rüstungen, sehe ich gerade. Ups. Müssen wir gucken, wo ich die alle herstellen kann. So, wir sind fertig. Schön. Man muss die Zeit halt sinnvoll nutzen, wenn man sich was craftet. Kann man nämlich nebenbei Dinge nachgucken, die man sich nicht nachgucken oder auch nicht Licht. Frage ist, es gut oder schlecht? Coole. Immer noch kein Wolfram. War rotes Licht, das könnte gut sein. Also wieder so ein schöner Zen-Garten oder so. Das wäre doch geil. Oder? Was bist du? Biolumineszenz? Oder? Einfach nur die Dämmerung. Ich glaube, ich habe heilendes Wasser gefunden. Einmal kurz reinspringen und dann mitnehmen. So. Todesblume gefunden, wie geil. Wir haben halt aktuell eine Gas-Immunity. Das reicht halt nicht für einen Acid-Planeten.
Kleine Pfütze können wir da lassen. Halt cool auch, dass das hellende Wasser noch so leuchtet zusätzlich. Zu dem so schon coolen Effekt von dem Zeug. Findet man es eigentlich recht flott. Da unten ist wieder welches. Ah, ich glaube, ich muss mal langsam uns wirklich darauf upgraden, dass wir mal mehr als nur 4 Kacheln abbauen können. Oh mein Gott, das ist kein Wolf, das ist auch wieder Silber. Du bist Silber, oder? Hab ich mir doch gedacht. Es ist gut, aber an jedem Planeten ist halt das mit dem heilenden Wasser so. Aber heilendes Wasser kann man ja auch herstellen. So ist nicht. Frag mich eigentlich, ob ein Ozeanplanet auch leer zu trinken geht. Also wenn du den abbaust quasi komplett. Das geht. Todesblume ist giftig. Hab's zu noch. So ein totes Blumenfeld machen. Läuft dann einer durch, denkst du, oh, schöne Blumen und dann so, ups, tot. Was wär's doch? Da unten ist wieder Licht. Sind hier, glaube ich, diese Blumen. Das Licht machen. Bin mir aber nicht sicher. Wieder eine Kohle. Problem ist halt, ich werde hier nie wieder rausfinden.